super, dass du wieder dabei seid, denn heute machen wir uns gemeinsam ein Steak. Hoffentlich hat keiner Angst vor dem Steakbraten, sonst nie mehr einen gesehen. Und dazu Sauce Hollandaise und eine Kartoffelrösti. Starten wir gleich da mit dem Fleisch. Da haben wir ein Filet, man sieht schon, wunderschönes heimisches Rinderfilet. Wenn wir da jetzt die Mittelstücke rausnehmen, nur, dass es euch zeigen kann, schau, wie weich dieses Fleisch ist. Das ist die Marmorierung vom Filet und wenn man da mit dem Finger ein bisschen drauf tropft und das innen bleibt, dann weiß man, das Fleisch ist optimal gelagert. Und jetzt gehen wir her und schneiden es da wirklich so ein schönes Steak raus. So von der Höhe her, da und werden uns die einmal mit Senf einschmieren. Ich gebe da immer drauf ein bisschen Dijon-Senf. Das sind Aromen, Aromate, die man beim Mitbraten nachher besonders gut schmeckt und den Geschmack noch einmal vom Fleisch hebt. Dann kommt dazu Salz. Ist ja oft die Frage, Fleisch vorher salzen, Fleisch nachher salzen. Ich bin einer, der würzt vorher. Vielleicht nicht die gesamte Menge an Salz, man kann dann immer ein bisschen nachsalzen, aber ein bisschen Geschmack gehört rein. Das ist wie beim Nudelnkochen. Nein, wenn das Nudelwasser nicht gleich gescheit salzt, dann bringt mir das auch nichts. Deswegen immer schön vorher würzen. Und dann gehen wir her, haben wir da eine Pfandl und werden uns das Fleisch schon rundherum anbraten. Anbraten deshalb, dass wir die Röstaromen rauskitzeln. Es wird oft gesagt, das Fleisch anbraten, um die Poren zu schließen. Das stimmt leider Gottes nicht ganz, weil die Poren, die sind in der Haut. Im Fleisch sind keine Poren. Aber natürlich hilft uns das Anbraten, um dem Ganzen den optimalen Geschmack zu geben. Gehen wir da rein. Ein bisschen mehr Hitze. Was man da dazugeben kann, ist natürlich immer etwas Butter. Nicht zu viel. Schaut rein da. Jetzt kann das schön aufschäumen. Kräuter geben wir dann, wenn wir es warm machen, wieder dazu, wenn wir es vom Rohr rausgeben. Jetzt die Kräuter dazugegeben, das war sinnlos, wenn wir es dann ins Rohr geben und bei 70 Grad verlieren die Kräuter die ätherischen Öle, Rosmarin, was auch immer wir dazugeben. Und wir haben nicht mehr diesen Geschmack drinnen. Deswegen warten wir ein bisschen. Schaut da rein, die Steak. Da schau, immer alles mit der Ruhe. Ja. Schön, da haben wir den Geschmack drin. Immer warten, siehst du, am Anfang kann das einmal anpicken. Aber das ist nur, wenn das Eiweiß stockt. Ja, jetzt geben wir auf der anderen Seite auch nochmal Farbe. Und während das Ganze im vorgeheizten Rohr bei 150 Grad, 150 Grad mache ich am liebsten, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Eine schonende Bratmethode. Ja. Gehen wir da her, haben wir vorgeheizt. Das ist da drinnen. Und jetzt geben wir es da gemeinsam rein. Das Blech ist natürlich auch warm schon. Jetzt nappieren wir das Ganze nochmal mit dem Saftel. Und dann werde ich euch zeigen, wie man das perfekte Steak rosa brotet. Ja. Was machen wir uns dazu zum Steak? Einen Kartoffelrösti. Und das ist wirklich ganz was Einfaches, einfache Beilage, die sehr, sehr gut zu dunklem Fleisch passt. Einmal zu einem Lamm oder im heutigen Fall zum Steak. Und da braucht man eigentlich nur speckige Kartoffeln, haben wir schon geschält, und die reiben uns jetzt runter. Da braucht es nicht mehr, wir geben kein Ei ein, kein Mehl dazu, wir salzen da nur drüber. Schau, genau so schön lang runterreiben. Aufpassen auf die Finger natürlich. So, das haben wir jetzt runtergegeben und ich sehe schon, man muss das relativ schnell weiterverarbeiten, da drüber salzen. Und dann nur ganz leicht abtupfen. Ja, nicht mehr. Die Stärke muss da drinnen bleiben. Und jetzt habe ich da eine Pfandl. Schaut's, Öleine. Beschichtete Pfanne ist da immer am besten. Und da werden wir uns jetzt diese Kartoffeln. Seht, wie einfach das ist. Man braucht nicht mehr, wie nur die Kartoffeln da reindrucken. Die ganze schön flach. Und durch die enthaltene Stärke dann bindet uns der Puffer. Da ist nur wichtig, nicht zu viel Hitze. Wenn es zu heiß ist da drinnen, nachher verbrennt aus und das will man ja nicht. Wir können das dann da drinnen wenden. Ja, das wenden wir wie ein Palatschinken. Und das ist das Gute. Meine Kinder lieben das so. Das muss ja nicht immer Fleisch sein dazu. Da passt zum Beispiel ein Apfelmus dazu. Das ist süß-saure. Herrlich. Und jetzt zum Steak einer nochmal. Man sieht jetzt, ich wende das jetzt wieder. Und dieser Vorgang
muss öfter wiederholt werden. Ja? 3-4 Mal während des Bratens wiederholen wir den Vorgang. Und wenn ihr jetzt daheim nicht wisst, wie bringe ich mein Fleisch genau medium rare hin, dann gibt es da eine kleine sozusagen Eselsbrücke. Wenn man jetzt die Finger so hält, ja, und da drauf drückt, dann ist es sehr weich. Und das wäre der Zustand medium rare. Oder rare. Jetzt gehe ich da her, dann habe ich medium rare, da habe ich ungefähr medium und da habe ich Wälder. Medium Wäldern. Umso fester, ja, umso mehr durch ist das. Warum ist das? Weil das Eiweiß im Fleisch immer mehr bindet, umso mehr Hitze und umso weiter fortgeschritten ist der Garvorgang. Ein bisschen Butter rein ist gut. Kriegst du eine schöne Farbe. Da kriegst du eine schöne Farbe, genau. Und natürlich einen guten Geschmack. Für die Hollandaise haben wir da drin Butter bereits geklärt, beziehungsweise erwärmt. Geklärte Butter war, wenn man sie langsam erwärmt und abseint, dass sie die Molke von der Butter trennt. Aber wir haben die nur heiß gemacht, da, das funktioniert so genauso. Und für die Hollandaise brauchen wir nicht lang eine Reduktion machen von Schalotten, Weißwein, Essig, wie auch immer. Wir nehmen nur einen guten Weißwein her, geben da rein die Eidotter. Und da haben viele Angst daheim immer bei dieser Sauce Hollandaise. Sauce Hollandaise ist eigentlich die umgekehrte Mayonnaise, die warm aufgeschlagene Buttersauce sozusagen. Den wenden wir jetzt einmal, Schatz. Geben wir mal Hitze. Jetzt schmeißen wir uns nochmal. Schön knusprig, man sieht das schon außen, ja? Und so wird er dann rein. Und da gehen wir schon her und schlagen uns das auf. Wichtig, immer einen Achterschlag. Und so geht die Hollandaise am schnellsten. Jetzt bleibst du genau bei mir und wir machen im Nu diese Sauce Hollandaise. Ja? Das ist jetzt einmal ein bisschen lauter von Aufschlag. Immer einen Achter. Und da brauchst du keine Angst haben. Wer es so nicht machen will, der macht ihn bitte, macht die Hollandaise im Wasserbad. Weil was passiert, wenn das Ei sich erwärmt, über 70 Grad, dann fängt es zum Stocken an. Es soll nur nicht zu warm sein, weil dann passt es am besten zum Frühstück, weil dann haben wir Eierspeis oder Rührei. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen zum Fleisch eine Sauce Hollandaise. Und man sieht jetzt schon, schau, Christoph, jawohl, jetzt kommt es drauf an. Jetzt haben wir das richtig aufgeschlagen. Jetzt weg von der Hitze, ja. Das ist jetzt nur Ei. Nur Ei. Und der Weißwein, ne? Natürlich. Ne? Und jetzt ist das, man sagt, es ist fertig, wenn man den Topf theoretisch dran kann, ohne dass was rausfällt. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Langsam die Butter einrühren. Langsam. Die Betonung liegt wirklich auf langsam. Wenn es zu schnell passiert, dann kann dieses Butter, die Butter, das Fett mit dem Eiweiß, Weißwein-Eigemisch nicht emulgieren bzw. binden. Schmecken wir sie nun ab. Salz rein. Hopp. Dann geben wir einfach rein, ein bisschen Pulver und den Tabasco. Wo habe ich denn? So, und jetzt schauen wir rein zum Steak. Jetzt ist nämlich fertig. Super Hitze, jetzt nehmen wir es raus. Man sieht schon, da drauf noch einmal wenden. Das sieht jetzt schön medium wenden. Das ist perfekt, die werde ich nachher mal so schneiden. Gehen wir da rein, noch mal ein bisschen Zwiebel. Nicht viel. Und da können wir es dann drinnen flambieren, ja. Flambierte Steak. Grünen Pfeffer in der Lake, den nehmen wir mal jetzt so. Hopp, da rein. Nicht zu wenig, ja. Das da rein. Und jetzt die Hitze zurückschalten. Und da die Steak noch mal auferlegen. Genau so. Und dann werden wir das Ganze da drin flambieren. Schau, gehen wir da drüber. Herrlich. Das sage ich. Jetzt hat das das Aroma. Von dem. Ich bin sprachlos. Ich habe es mir noch nie sprachlos gesehen wahrscheinlich. Das gehen wir jetzt oben drüber. Genau diese Mischung, die gehört da oben drauf. Fantastisch. Ja, man muss nur natürlich die Leute daheim sagen, mit Flambieren schon aufpassen. Oder natürlich, der Gatte ist bei der Feuerwehr, dann funktioniert das auch. Aber ansonsten ist das schon super. Und jetzt können wir da hergehen mit Anrichten.
den Rösti auf den Teller drauf, wunderschön knusprig. Dann setzen wir drauf den Steak, schön in die Mitte. Den müssen wir noch fertig machen, schaut her, vorher habe ich das nicht gefunden. Der Pasco gerade ein bisschen rein, immer super. Hast du gesehen, die holen das. Unglaublich. Und dann können wir die schon da ein bisschen runternappieren. Ja, man sieht schon, jetzt haben wir es noch mal schön heiß. Ja. Da rinnt jetzt auch kein Saft aus, weil das Fleisch wunderschön geröstet hat. Das ist von außen nach innen gleichmäßig rosa braten. Und das werde ich jetzt probieren. Ich hoffe, mir haut es nicht ums Verlauter gut. Ein Traum. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.